Hallöchen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Ja, gut. Ich wollte euch mal zeigen, was die letzten Tage so entstanden ist. Woran ich die letzten Tage gewerkelt habe. Vieles ist nicht geworden, aber dafür hatte ich wirklich ordentlich zu tun die letzten Tage. Ich habe hier zuallererst mal die Schienen erweitert. Ja, und die wollte ich dann in Richtung Drachenfeste dann. Also, ja, du weißt schon, dass die dann in Richtung Drachenfeste führen. Genau, dass das dann eigentlich verbunden ist. Ja. Lass mich mal rennen hier. Oder warum fahren wir eigentlich nicht mit der Lore? Ich bin doch doof. Nein, ich will nicht fliegen. Ja, ich wollte euch das Projekt mal zeigen, was mich die letzten Tage beschäftigt hat. Ich hatte jetzt wirklich mehrere Projekte. Die Drachenfeste ist erstmal pausiert. Das mache ich dann später weiter. Gut, dann wollte ich euch mal zeigen, was hier so die letzten Tage entstanden ist. Hier muss ich sagen, hat das eine Fischerhäuschen sein Dach bekommen. Ich mache ja mal ein Bett rein, auch wieder mit Strohdach. Nichts Besonderes eigentlich. Ja, ich nehme mal RD. So, das hier ist mein kleines Transportbötlein. Ungefähr, das habe ich angehaucht wie die Boote in Venedig. Wollte ich das so ungefähr haben. Ja, also sieht jetzt ein bisschen sperrig aus, das Ganze, aber... Hier mit dem Akazienholz ist mir das ja eigentlich relativ gut gelungen, muss ich sagen. So, jetzt aber zum Hauptprojekt. Ja. Ich wollte euch ja vor allen Dingen das Hauptprojekt mal zeigen. Ja, das ist das gute Stück, was ich bis jetzt gebaut habe. Die ersten drei Stockwerke sind fertig, das vierte noch nicht. Aber ich kann es euch ja mal von oben zeigen, den Grundriss. So, ja, das ist jetzt eigentlich so ungefähr die Raumaufteilung, wie ich es gemacht habe. Die Balkons, die wollte ich alle vorne haben, ganz einfach aus dem Grund, ich wollte jetzt nicht einen hinten haben. Weil das hätte mir dann jetzt auch nicht gefallen. Deswegen wollte ich die alle vorne haben, die Balkons. Ich habe hier mit, Quarzblöcken gearbeitet, diese weißen Quarzblöcke. Mit Birkenholz habe ich gearbeitet und mit Magenta-Ton habe ich gearbeitet. Gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Ich wollte mal eine andere Farbe für die Gebäude haben. Und ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die drei ersten drei Stockwerke an. Ja, ich habe dieses Gebäude Loft Apartments genannt. Bahnhofstraße 2A. So, dann wollen wir mal reingehen. Ich muss mal was trinken, Leute. So. Ja. Dann wollen wir uns mal die Wohnung anschauen. Ich muss von vornherein sagen, es sieht keine Wohnung aus wie die andere. Also vom Grundriss ja. Also ja, also sie vom Grundriss, vom Grundaufbau sehen die Wohnungen alle gleich aus, aber von der Innenausstattung her sieht keine Wohnung aus wie die andere. Keine. So, dann wollen wir mal anfangen. Ja, hier habe ich die erste Wohnung ganz spontan Familie Flotter genannt. Gehen wir mal rein. Ja, und jede Wohnung hat seinen Balkon. Bis auf eine.
Die hat eine kleine Besonderheit, aber das kommt dann gleich noch. Ja, hier mit Bett oder manchmal habe ich hier auch ein Sofa gemacht. Mit Küche. Ich war eigentlich am Überlegen, ob das meine Wohnung werden sollte, aber ich werde meine Wohnung bis oben beziehen. Ich weiß noch gar nicht, wie hoch das Gebäude werden soll, also das soll ziemlich hoch werden. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, mein YouTuber-Haus, kann man so sagen. Also hier sind viele YouTuber drinne. Also fast hauptsächlich, kann man so sagen. Ja, und dann zeige ich euch mal jetzt mal, wer hier alles drinne wohnt. Hier wohnt Quecksilber, ja. Quecksilber ist ein User, der hauptsächlich Tomb Raider Teile spielt. Ihr werdet den jetzt vielleicht nicht finden können. Der hat seinen Kanalname unter Florian Kiel. Ja. Nennt sich aber jetzt mittlerweile Quecksilber. Und ich habe ihn hier rein platziert, weil ich seine Videos einfach klasse finde. Muss ich sagen. Und ich bin da auch sehr oft bei ihm, gucke da auch sehr oft bei ihm rein. Und es ist ein super YouTuber, muss ich sagen. Und jetzt zeige ich ihm mal seine Wohnung. Ja, hier mit Garderobe, wie ich es im Haupthaus habe. In meinem Haus. Mit Schlafzimmer und so. Wie gesagt, es sind hier vom Grundriss her alle Wohnungen gleich aufgebaut. Alle. Mit Bild und Pflanzen. Das habe ich ganz unterschiedlich gemacht. So. Ansonsten, der Aufbau von den Sanitäranlagen ist jetzt auch minimalst unterschiedlich. Kann man so sagen. Da steht vielleicht mal das Waschbecken woanders oder die Toilette woanders. Das habe ich da mal so ein bisschen verändert. Hier ist die Küche. Und mit... Das soll jetzt eine Bar sein hier. Mit Barhocker, aber... Es sind ja keine Barhocker im Inventar. So, hier Sofa mit Fernseher. Kannst du schön Fernsehen gucken. Passt eigentlich. Ja. So, dann wollen wir mal in die nächste Wohnung gehen. Jede Etage hat drei Wohnungen. Und ich muss sagen, es sind jetzt 9 Wohnungen, die ich erstellt habe. Da habe ich schon, wie gesagt, schon gut zu tun gehabt. Und auch mit den Wänden hochziehen, das ist eine Scheißarbeit, sage ich euch. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wer ist Nusseis-LP? Das kann ich euch sagen, das ist ein guter Kumpel von mir. Ich habe auch ihm eine Wohnung gegeben, weil er für mich, wie gesagt, ein guter Kumpel ist. Kann man so sagen. Also mit dem kann man wirklich super plaudern und es ist eigentlich, ja, ein guter Freund, kann man eigentlich sagen. So, hier kommst du jetzt auch ins Badezimmer rein. Ich habe hier die Köpfe im Inventar gefunden und ich fand die so klasse, dass ich die immer mal hin und wieder in den Wohnungen platziert habe. So, jede Wohnung hat jetzt eigentlich auch solche türkisen Vorhänge, bis auf eine. Wie gesagt, eine Wohnung ist die Ausnahme. Ihr werdet dann später auch sehen, warum. Das hier soll jetzt als Fototapete dienen. Ich fand, das ist ein schönes, großes Bild, muss ich sagen. Und weswegen ich das ganz spontan mal als Fototapete benutze. Sieht doch eigentlich schon ganz schön aus mit der Prinzessin da. Passt eigentlich. So, hier ist die Stube. Von Nusseis LP. Wenn er denn irgendwann nur bald mal ein Video hochladen würde. Also ich würde ihm da wirklich die Däumchen drücken. Kann man so sagen eigentlich. Ja. Also ich freue mich schon auf das erste Video, wenn er es denn mal hochladen würde. Wenn er denn mal überhaupt mal eins erstellen würde. Würde mich wirklich freuen eigentlich. So, dann gehen wir mal raus hier. Da kommen noch weitere YouTuber. Keine Angst. Ja. Pass mal auf, gehen wir gleich mal hier rein. Hier wohnt Simon Unge. Von Ungespielt. Mhm. Ja, ich habe ihn ausgewählt, weil er ist ein lustiger Typ eigentlich. Er stellt auch wunderbare Vlogs und muss ich da wirklich sagen, ist eigentlich auch okay. Kann man so sagen eigentlich.
Und natürlich eher Dreadlocks, also Rasterlocken. Also ich weiß nicht, irgendwie liebe ich Rasterlocken. Muss ich sagen. Ich habe auch mal öfters mal drüber nachgedacht, mir selber welche machen zu lassen. So, das hier ist das Badezimmer. Das ist jetzt eigentlich auch unspektakulär. Hier habe ich jetzt kein Wasser reingemacht, wie unten. Weil das Badezimmer ist jetzt so ein bisschen klein geraten, finde ich. Hier auch schön mit lila Teppich. Dass es nicht so kalt an den Füßen hat. Mit Doppelkühlschrank. Seine Küche ist halt ein bisschen klein. Und hier kleine Six. So eine kleine Mini-Sitzecke. Also für eine Person reicht das eigentlich. Hier noch mit Schnippelarbeitsplatz und da kannst du den Stuhl freilich auch ranstellen und dann hat er hier noch mehr Arbeitsfläche. So, hier rein. Das hier ist, das habe ich jetzt erstellt. Das heißt, wenn er aufsteht, ist das ja schon wieder dunkel draußen, ey. Ja, wenn er aufsteht, das heißt, ich dann gleich bupp, PC an und los geht's. Ja, auch mit schön mit Pflanzen ausgekleidet. Ich muss wirklich aufpassen, dass meine mir die Aufnahme nicht abschmiert. Hier auch mit Balkon. Passt da eigentlich? Pass mal auf, ich leg mich mal pennen. Also Simon, tut mir leid, ich muss mich mal kurz in dein Bett legen. So. Ja. Ist da jetzt auch hier die Aussicht, auch auf das Fischerdörfchen da hinten? Passt eigentlich. Hier habe ich auch, was habe ich da benutzt? Akazienholztüren habe ich hier benutzt. Ja. So. Gut, dann wollen wir mal in Satans Bude gehen. Hier, Satans. Satan. 1, 2, 3, Satans Bude. Die Idee kam mir mit diesem Bild hier, das ich entdeckt habe, beim Galerie erstellen. Und da kam mir sofort die Idee, hier eine Grufti-Bude reinzubauen. Also Satan wohnt hier auch. So, und ja, hier schöne Aussicht. Passt eigentlich. Auch hier alles mit schwarzer Teppich und riesen Flachbildfernseher. Also ich habe es hier wirklich, kann man so sagen, übertrieben. Schwarze Küche aus Obsidian habe ich hier erstellt. Ja. Und dann hier noch schwarze Vorhänge. Wieder ein Kopf hier, so wie sich das für ein Grufti gehört. Möglichst keine Pflanzen hier drinne. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ja. Ja, schnell weiter. Ja, hier wohnt der liebe Gronkh. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich habe hier Gronkh reinziehen lassen, weil, wie gesagt, er ist ein super Vorbild für mich. Kleine Leseecke hier. Ja, er ist ein Vorbild für mich, was ich schon mehrmals in meinen Videos gesagt habe. Ich muss mich mal anders hinsetzen, Leute. So. Jedenfalls, ja, ich habe hier auch ein paar Ranken reingemacht. Also ich wollte noch ein bisschen was Grünes drin haben. Aber nicht wieder so ein scheiß Erdblock hier hinklatschen. Also das ist auch mal ein bisschen, da sag schon, abwechslungsreich ist. Mal auf den Balkon gehen. Ja. Das ist ein Gronkh, seine Wohnung. Also ich weiß ja nicht, wenn ihr möchtet, also ich, wie gesagt, dieses Gebäude hier wird noch weitaus höher, kann man so sagen. Hier ist sein Fernseher, klein, aber fein. Mit einer Sitzecke, wenn, was weiß ich, wenn der Sarazama kommt oder aber keine Ahnung. Seine Küche hier mit Fototapete. Ja. Also ich muss sagen, wenn ihr Bock habt, in meine Bude einzuziehen, ich mache mal eine Fackel hin. Wenn ihr wirklich Bock habt, in meine Bude reinzuziehen, dann könnt ihr mich gerne anschreiben und ich erstelle euch eine Wohnung.
Alter, das drauf von da unten, von da oben runter, ey. Ich dreh durch. Da. Da kann er mich ja, wie gesagt, mal anschreiben. Und wenn du willst, dass ich auch dir eine Wohnung erstelle, ist überhaupt kein Problem. Schreib mich an, ich erstelle dir eine Wohnung. Kein Problem. Oder dann. Oder jetzt, wenn ich die schon gebaut habe, die Wohnung, wenn da jetzt neue Wohnungen dazugekommen sind, dann schreib mich an, dann kriegst du eine Wohnung von mir. Und was weiß ich, wenn du jetzt sagst, das und das und das und das will ich da drinne haben. Klar, mach ich dir, kein Problem. Oder was weiß ich, eine Wohnung komplett in grün, komplett in rot, keine Ahnung. Schreib mich einfach an und ich lasse meiner Kreativität freien Lauf. Kein Ding. Ja. Ich höre schon die Beschimpfung in meinen Ohren. Hier steht Let's Fail Nerdguck. Ich höre schon die Schimpfwörter. Du blöde Kuh, kannst du da nicht Let's Play Nerdguck reinschreiben und nicht so ein Scheiß, ey. Ich höre schon die Schimpfwörter. Nee, konnte ich nicht. Ja, das sind auch gute Freunde von mir, die leider zurzeit keine Let's Plays machen oder gar keine mehr. Fraps, du bist noch da, jo. Ja, also ich muss sagen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Hier ist jetzt der PC-Tisch mit PC. Und hier ist jetzt das Sofa mit Couchtisch. Und mit der Flimmerkiste. Passt da eigentlich. Und da ich jetzt hier noch hinten Vorhänge dran gemacht, dass man hinten die Technik nicht sieht. Ja, ich habe im Inventar Goldblöcke gefunden. Und habe die gleich für die Küche eingesetzt. Ja, also. Und ich habe einen Blumentopf im Inventar gefunden. Das ist ein Wunder, muss ich sagen. Das ist ein Wunder. Dass ich den Blumentopf im Inventar gefunden habe. Jetzt weiß ich nämlich, dass es die gibt und ich nicht mehr solche scheiß Erdblöcke hinmachen muss. Ja klar, hin und wieder mache ich sie jetzt noch ab und zu mal, aber das ist gut zu wissen, dass es einen Blumentopf im Inventar gibt. Das habe ich nämlich bis vor ein paar Stunden noch gar nicht gewusst. Ja, was macht mein Kader? Okay. Das ist die. Das Badezimmer von Nerdguck. Ja, jetzt auch mit Ranken ausgelegt. Dass auch ein bisschen was Grünes mit drin ist. Ich finde es ein bisschen nackig, ohne Grün drin. Also bei mir müssen Pflanzen ohne Ende drin sein. Huch! Was ist denn hier los? Was war das denn bitte gerade? Okay. Ja. Das hier ist jetzt das Schlafzimmer. Also jetzt nicht unbedingt ein Ehebett für die Kerle, aber. Scheiße, da kommst du nicht mehr hoch, aber. Warte mal. Scheiße. Aber ich glaube, schlafen kannst du drinnen, ja. Jetzt mit Hochbett hier. Ich wollte es halt einfach mal ausprobiert haben. Hier auch die Leseecke und. Fupp. Kannst auch ein bisschen lesen. Weil die zwei sind Leseratten, muss ich sagen, eigentlich. Also ich jetzt ja nur nicht so, ich lese ab und zu mal ein Buch, aber ich hänge jetzt nicht stundenlang von dem Buch, also so ist es nicht. Kann man so sagen. Ja, das war die Wohnung von zwei guten Kumpels von mir. Ja, die ich persönlich kenne. Ja, was könnte das zu bedeuten heißen? Mein Herz schlägt grün. Mal rein. Hier auch zwei PC-Tische, dass die hier gleichzeitig aufnehmen können. Mit Balkon. Ja. So, und das ist die besondere Wohnung. Kann man so sagen, der Grund seht ihr hier. Weil ich habe zwei Wohnungen zusammengelegt. Ganz einfach aus dem Grund, weil das ist die Wohnung von. Warte, 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 warte. Hardy!
Von Pizmeets, ja. Das ist die Wohnung vom kompletten Pizmeet-Team. Weshalb ich. Ist hier jetzt noch offen hier oben. Weshalb ich zwei Wohnungen zusammengelegt habe hier. Und das war jetzt, wie gesagt, Hardys Zimmer. Hier auch mit Sofa und da können sie sich hier hinhocken und Fernsehen gucken. Passt eigentlich. Ja, das hier ist die S-Ecke für die Herrschaften. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 5 und 6 müssen sich halt dann in die Ecke so ein bisschen quetschen. Das war wieder mal ein Platzproblem. Das ist die Pizmeet-Küche. Ja. Ja, hier ging das aus Platzgründen leider nicht anders. Ich habe jetzt hier vier Betten auf einem Streich drin rumstehen. Also hier schläft der Bram, der Piet, der Chris und der Sepp. Muss ich sagen. Das ging jetzt nicht anders zu lösen. Tut mir halt leid, Leute. Muss ich sagen. Also, sorry, Pizmeet, dafür, aber ihr, vier von euch müssen sich leider das Geschnarche von drei anderen Mitstreitern anhören. Also, tut mir leid, verbeug. Ja. So, hier, es ging leider hier auch nicht anders. Das ist Dr. Jays Zimmer. Kleiner, aber fein. Der kann hier in Ruhe schnarchen, wie er will. Es wird schon wieder dunkel draußen. Auch hier mit Badezimmer. Diesmal hier mit grünen Vorhängen, weil es ist ja Pizmeet. Hier, Creeperkopf, der ist auch grün. So. Alles schön, grün, grün und nochmal grün. Ja. Ja, wie gesagt, hier habe ich zwei Wohnungen zusammengelegt. Und deshalb hat die Wohnung von Pizmeet gleich zwei Balkons. Das ist unfair. Ich weiß, ist mir aber egal. Puh. Nein, Spaß. Auch hier dann auch nochmal im Flur mit Aussicht hier. Passt eigentlich. Ja, das muss ich dann alles hier noch den Boden reinzimmern hier. Ah, wisst ihr was? Also ich muss sagen, von den Loft-Apartments, ich muss sagen, ich habe da die letzten paar Tage dran gebaut und ich bin fix und alle. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ja, kann man so sagen. Die Drachenfeste ist noch nicht weitergekommen. Also da habe ich noch nicht weitergemacht. Ich gönne mir da erstmal so eine kleine Pause. Ich habe da erstmal keine Lust dran, weiterzuarbeiten. Ja. Ansonsten wollte ich jetzt die Schiene bis Richtung Drachenfeste ziehen. Das wird dann meine nächste Aufgabe sein. Und dann mal schauen, was dann als nächstes kommt. Pass mal auf, ich leg mich mal pennen. Gute Nacht. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, meine lieben Leute, geht es hier im nächsten Part weiter. Also bis dann. Ciao, ciao, eure Dragonia.